Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Fallout New Vegas und in der Hölle des Todes. Ich kann einen Kronkorken. Und noch einer, habe ich gesehen. Irgendwo lag noch einer bestimmt. Zigarette. Nehmen wir noch mit, riecht nichts. Da. Da. Naja, gut, weiter geht's. Gut, dass wir noch genug Zellen für diese Waffe haben. Werkzeugschrank, Messer. Lass ihn setzen. Ja, immer noch eine Aufnahmesession. Whisky, Lackierpistole, Sensormodul. Was kann man mitnehmen? Altmetall nehmen wir einmal mit. Nur ein einziges Mal allerdings. Zündflamme. Kernspaltungs auf jeden Fall. Ja, ich bin total überladen, ich weiß. Aber Terpentin, noch mit. Putzmittel. Ich glaube sogar, dass wir hier. Wunderkleber nehmen wir mit. So. Entweder Terpentin. Putzmittel. Jo. Wie viel haben wir denn drüber? Oh! So ein bisschen. Weg damit. Ja, so ein bisschen weit drüber. Ich wollte mal reingucken, was da sonst hier ist. Fangen wir mal oben an. Jo, wir müssen zurück. Einmal das sehe ich. Buttermesser haben wir echt. Ich habe überhaupt wieder. Also, das ist kleine Sache nur. Müssen zum 48 loswerden. Schaffen wir. Hier auf 8. Komm. Scheiß drauf. 2 auf 6. Harmonika kann auch weg. Die Kaffeetassen. Kernspaltung ist bitte 24 über 300. Aber das ist auf jeden Fall okay. Der Ledergürtel ist okay. Die leere Browserschrande. Leere Nuka-Cola-Flaschen. Ich nie im Leben aufgelöffelt bekommen. Reinigungsmittelkarton kann auch weg. Das sind so ein paar Sachen, die sind schon okay. Vom Wert her. Aber die wiegen natürlich auch einiges. Nur noch 32. Waffen noch mal gucken. Mit 9500, das ist ja schon echt gut. Dieser Gewehr. Ja, aber jetzt schon zu reparieren wäre halt. Gewicht 1. Weg. 43. Und ich brauche das. 41. Liter Mine. Ah, die müssen wir auch eigentlich mal benutzen. Ja, ne, keine Ahnung, was ist hier noch? Nutzen könnte. Von daher. Ja, gucken wir es mal durch. Nochmal. Also die Kamera. Ist eigentlich schon gut. Das 5 ist gut. Nee, ich glaube, ich lasse die Stromleiter.
60 bei 10. 35, ja gut, dann weg. Wunderkleber. Ja, richtig. Ich ja nur eins. Dann schmeiße ich noch. Aber das ist eigentlich auch zu gut. Ey, 15. Naja, wir haben ja nicht genug. Komm, scheiß drauf. Ich schmeiß mal hier. Ich jetzt 5 Flammen Terpentin. Terpentin können wir wegschmeißen. Einer kostet, oder bringen. Ja, komm. Der noch weg. Und. Sorry, wir drauf stehen. Wo ist das andere? Sensormodul. Ja, komm. Kann ich mir irgendwann noch mal holen. Ich kann noch mal offscreen ja nicht flitzen. Und dann hier mal aufräumen und aussortieren. Rein theoretisch. Nee, da warten wir. Wollen wir nicht hin? Ah. Sag mal. Rein theoretisch kann ich ja. Wenn ich noch ein bisschen Hiester verballe oder so. Stimmt. Irgendwas mitnehmen. Händler? Wir haben einen Besucher? Eher ein Attentäter. Ich sage, töten Händler. Zur Sicherheit. Hä? Okay, Edler. Ich frage. Hallo, Mensch. Was willst du hier? So. Ist alles okay mit dir? Du klingst etwas seltsam. Ich bin im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und befehlige Truppen. Edler leitet mich, so wie ich meine Sippe leite. Wer ist Edler? Wer ist Edler? Wer ist Edler? Edler. Der Mensch fragt nach dir. Was soll ich sagen? Gut, ja, natürlich. Nicht wichtig für dich, wer Entler ist. Entler will, dass du mit mir redest. Du sagst, du bist ein Vollbesetzer deiner geistigen Kräfte? Ist Entler dieser Brahmenschädel dort drüben? Schluss jetzt, Mensch. Letzte Warnung. Und mit wem habe ich noch zu tun hier? Ich? Ich diene Entler. Aber vor Entler... Früher Captain, Nachname Davison, Vorname vergessen. Habe Nachtvolktruppe befehligt. Elitetruppe des Meisters. Große Ehre, sehr stolz. Irgendwas dann passiert. Wir in Wüste gewandert. Leben ohne Meister, hart. Verstand der anderen wurde komisch, verrückt. Aber dann ich neuen Meister für uns gefunden. Entler gefunden. Seit damals alles gut laufen. Ich bin wegen der Gule oben gekommen. Vielleicht kann ich, nee, vielleicht kann ich helfen. Aber so. Gut. Entler hat uns nicht umsonst hierher geführt. Warum gleich nochmal, Entler? Genau. Stück Papier. Rechnung von Lieferung. Viele hundert Stealth Boys vor langer Zeit hierher geschickt. Aber Stealth Boys müssen in Raum sein. Wir noch nicht durchsucht Raum, den nicht durchsuchen können. Ich werde das Salesforce-Lager für dich suchen, wenn deine Sippschaft diesen Ort verlässt. Ja, Entler sagt, wir hier verschwinden, sobald Stealth Boys haben. Ich gebe dir Schlüssel. Entler mir befohlen, Tür zu versperren. Ghoul rechnet nicht mit Menschen. Schießt vielleicht nicht auf dich. Vielleicht doch. Junge, Junge, Junge. Kleines Buch, Aktenschrank. Jetzt erstmal alles mit. Außerdem tue ich später wieder.
Das sind jetzt deine Leute alle clean und sauber und fair zu mir? Eine Luke. Okay. Aber machen wir mal gleich. Brauche noch den Kronkorken mit. So. Das sind wieder so viele tolle Sachen. Also Wunderkleber, den müssen wir nicht mitnehmen. Den dürfen wir nicht liegen lassen. Also. Ich werde mir das hier auf jeden Fall merken. Warte mal. Kernspaltungsbatterie. Ich glaube, ich lasse die erstmal liegen. Wir retten. Oh. Weil die wiegen echt zu viel. Da werde ich mal, wie gesagt, offscreen vielleicht mal hergehen. Dann lieber so eine Zündflamme mitnehmen. Weil die einfach mehr bringen. Die wiegen nicht so viel mit 6, 7 oder so. So, wir sind hier runtergekommen. So. So, das reicht. Weiter geht's. Altmetall. Hier ist echt mega viel. Krass, dass hier so dicht, oder Leute? Also ich meine, wenn ich alles hier mitnehme, brauche ich nicht mehr looten. Weil dann habe ich einfach mehr als genug Kronkorken. Darum geht es mir einfach. Na gut, ich werde zwischendurch immer noch Kronkorken kriegen, so ist es nicht, ja. Was mir aber bei Fallout so ein bisschen fehlt, ist eine Map. Rechts oder so angezeigt. Da bin ich mal falsch. Moment. Sehr schön. Maddox mitnehmen. Impact mitnehmen. Ah, Mantis mitnehmen. Okay. Hallo? Wer ist da unten? Das geht Sie nichts an. Jason war da sehr deutlich. Erledigen Sie die Dämonen und melden Sie sich dann wieder. Er hat nichts von unten rumschnüffeln gesagt. Okay. Auf jeden Fall.
Hier geht's wieder hoch. Ödland. Will nur gucken, wo wir hier stehen. Ja, nicht hier, sondern da. Das wäre dann hier unten. Wir könnten rein theoretisch hier hingehen, vielleicht auch verkaufen und wieder hierher zurückkommen. Machen wir auch, komm. Soll ich immer dieses mit dem Verkaufen hier und Verkaufen da Probleme, mit dem Tragen hier und Verkaufen da und so weiter haben. Ihr wisst, was ich meine. Macht er da. Howdy. Wie gar nicht. Jetzt bestimmt wieder hier vorne. Ja. So. Komm mal her, Schätzelein. Was kann ich für Sie tun? So. Also. Wir hatten ja nicht so viel. Auch relativ. Nicht viel. Hier Reserven plus 40, Feuerresistenz. Verkauf mal weg. Komm. Briefbeschwerer dabei. Das ist super, habe ich gar nicht drauf geachtet. Dienstgewehr, Energiezelle, Frischmaisgecko, Haarklammern, Heilpulver, nein, nein. Der Jagdrevolver, der ist schon ziemlich gut. Behalten wir auch, aber da haben wir keine Munition für. Kamera. Der Ledergürtel. Dann nehmen wir noch. Ah. Achtel Zigaretten. Sensormodule. Stangenzigaretten. Vorkriegsgeld. Der Wettstein. Der Wunderkleber. Die Zigaretten. Die Zündflammen. So. Gucken wir uns, ob wir noch was mitnehmen können. Was ist das? Mit 81? Nee. Laserpistole brauchen wir nicht, by the way nicht. Obwohl doch. Nehmen Sie mal mit, wiegen ja nichts. Oh, neue Stimpacks. Sehr schön. EP plus 93. Nehmen wir noch mal eins mit. Gucken wir noch mal durch, ob wir wirklich alles haben. Später behalten wir es und benutzen. Nein, 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 nein. Ich muss jetzt gucken, ob er gleich noch Munition hat. So. Nee. So. Ein weiterer zufriedener Kunde. Sind Sie sicher? Ja, ja, hier, komm, mach mal. Sehr schön. So, jetzt gucken, wie es da noch...
Wo wir vorne. Ach ja. Da haben wir das auch im Gewicht. Das würde mich mal interessieren. 170, ja, 90 Kilo mitschleppen. Sehr schön. Du hast wieder Zubel. Aber die andere Richtung. Lassen wir. Hier sind sie also reingekommen. Würde ich das behaupten. Die Gläser und so weiter können wir weglassen. Aber auch. So. Wollte ich wieder ein bisschen mitnehmen. Okay. Hier sind wir falsch. Das ist so eine Abkürzung. Wir nehmen sie jetzt erstmal alle mit. Kurz so. Und haben die noch übersehen. So, Künstler und Wunden erklärbar. So. Das noch. Ich habe rüber. Ja, es ist aber okay gerade, weil ich auf so eine E-Taste gekommen bin. Nee. Wir haben diesen einen Raum, da will ich kurz nochmal hingehen, wo ich eben alles hingeschmissen habe. Und da werde ich jetzt gleich nochmal alles hinschmeißen. Weiß natürlich nur, wo der war, aber das ist egal. Nee, war hier links. Später, irgendwann, hier war das, glaube ich. Ne? Werde ich in diesen Raum zurückkehren? Stimmt. Müsste hier vorne noch rechts gewesen sein. Werde ich dann zurückkehren und dann den ganzen Scheiß mal mitnehmen. Vielleicht. Ja. War da nicht was im Nebenraum? Ja, das ist er doch. Glaube ich. Ja, ist es zwar auch nicht, aber ach. Hab ich Scheiß drauf. Jetzt einfach, ich schmeiß jetzt hier einfach alles hin. Na, vielleicht brauchen wir es auch gar nicht. Das sag ich.
Weiß nicht, was jetzt so viel noch wiegt. Nein. Echt Dose haben wir ja noch. Wunderkleber ist es nicht, wiegt noch. Hier. Wurmleiter sind sie doch. Lass mal das so. Meine Güte. Sagt, hier ist irgendwo. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Irgendwo. Soll ich hier runter? Diesen Raum meinte ich eigentlich. Naja, gut, das ist. Ach, hab ich schon gesehen. Naja. Ich weiß noch nicht, wo dieser Raum sein soll. Ah. Komm und hol's dir, du großes Dummes. Hey, sie sind ja keins von diesen Dingern da draußen. Wer zum Teufel sind sie? Arland, sag mir irgendwas. Jason hat mich hier runtergeschickt, damit ich mit den Dämonen aufräume. Und er hat ihnen sicher erzählt, dass es der Wille des Schöpfers ist, dass sie ihren Arsch riskieren und nicht er seinen, stimmt's? Dann mal viel Glück dabei. Ich würde ja helfen, aber nein, danke. Ich sehe zwar aus wie eine Leiche, bevorzuge aber das Leben. Sind Sie in diese Falle geraten? Zunächst einmal sitze ich hier nicht in der Falle. Das war eine taktische Entscheidung. Klar, ups. Ich bin den Biestern da draußen nicht gewachsen. Also habe ich meine gute Verteidigungsposition gesucht. Und die verteidige ich auch gut, oder? Ach, wen verarsche ich denn? Ich sitze in der Falle. Harland, der Name. Freut mich, Sie kennenzulernen. Um es zusammenzufassen, ich begleitete einige Leute zur Arbeit hier runter, als diese Dinger plötzlich angriffen. Der Großteil des Kampfes fand oben statt, aber einige Leute gerieten in Panik und rannten in Richtung Keller. Wie sich herausstellte, waren da unten noch mehr dieser Biester als oben, also ging die Sache schnell in die Hose. Ja. Ich konnte die anderen nicht finden, also zog ich mich in diesen Raum zurück und richtete eine nette kleine Todeszone ein. Ende der Geschichte. Sie sehen nicht wie die anderen Ghule von Brights Gruppe aus. Das verrät wohl die Kleidung, was? Ich mochte diesen religiösen Mumpitz mit Roben und so weiter noch nie. Aber im Ödland ist es langweilig, klar? Und ich brauche wohl nicht erwähnen, dass es in Brights Gruppe ein paar ultrascharfe Guletten gibt. oder vielleicht sollte ich das doch... Wie dem auch sei, ich half ihnen und sie versorgten mich mit Munition und angenehmer Gesellschaft. Sieht ganz danach aus, als ob ich sie töten muss. Wie konnten sie überleben? Bin nicht empfindlich. Red Kakerlakenfleisch als Proteinzufuhr, Kondenswasser von den Rohren. Und mein Geschäft verrichte ich in der anderen Ecke. Aber gemütlich ist es nicht unbedingt. Wie kann ich helfen, sie aus dem Raum rauszuholen? Ha! Sie sind aber wirklich höflich. Wenn es nur um uns beide ginge, würde ich ihnen ja Folge leisten. Aber da ist noch etwas. Als diese Mutantenbastarde angriffen, war eine Freundin bei mir. Sie geriet in Panik und floh in die falsche Richtung. Tiefer in den Keller. Sie ist wohl tot, aber ich werde erst gehen, wenn ich Gewissheit habe. Ich hätte auch selbst gesucht, aber ich würde dort keine Minute überleben. Sie dagegen scheinen mir ziemlich robust. Finden Sie meine Freundin und ich mache den Weg frei. Sieht ganz danach aus, als ob sie tut. Nein, ich werde versuchen, Ihre Freundin zu finden. Danke. Tada! Tada! Punkte! Noch mehr Punkte!
Was? Glaubt auch an Fallen. Okay. Uiuiuiuiui. Sind noch 5 Trefferpunkte. Verdammte Hacke. 6. ja, das war gut von mir gerade. Okay. Hey. Macht Spaß. Kein Problem. Du greifst mich jetzt an? Nö, ne? Ja, komm, machen wir eine Pause. Ich spiele bis an die Stelle zurück und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen und haut rein, Leute!